endlich, dass wir es mal schaffen, hier zusammen uns zu betteln. Ja, auf jeden Fall. Das ist ein historischer Augenblick. Du, möchtest du anfangen? Aber natürlich. Ja, dann. Ja, du kennst doch die berühmteste Serie der Welt. Welche Figur aus Springfield war erfolgreich beim Militär? Marsh Simpson. Mhm. Mhm. Gut für Marsh. Warum sind Rapper meistens Alkoholiker? Sie müssen immer 16 Bars voll machen. Wie nennt man einen muslimischen Handwerker? Mhm. Inschallateur. Weil vielleicht wird es fertig, vielleicht nicht. Wenn wir schon bei anderen Fremden, wenn wir schon bei exotischen fremden Kulturen sind, warum können Ostdeutsche nicht in den Urlaub fahren? Weil das heißt immer Sachsen-Anhalt. Also gut, das passt jetzt. In welchem Land sind denn die Straßen zu schmal für Autos? In England. Mhm. Speaking of cultures, gehen wir nach Frankreich rüber. Wie heißt das, wie heißt Sonnenmilch in auf Französisch? Crème brûlée. Nice. Hm. Warum durfte der Mann mit 7 Zehen nicht ins Kino? Weil der Film ab 18 war. Ach. Ja. Und keiner hat gelacht. Nein. Doch. Das ist das Gute an dem Spiel. Irgendwann lacht jemand sowieso. Okay, bist du dran oder ich? Du. In welcher Behörde wird am meisten Unsinn verbreitet? Im Gerichtssaal. Was ist der Lieblingsmodedesigner von Hamstern? Von Hamstern? Mhm. Karl Lagerfeld. Mm. Erinnert mich an einen alten Witz, den ich mache. Ja, mich auch. Karl Lagerfeld. Sonst keiner. Sonst keiner. Wie nennt man das, wenn eine LKW-Ladung, jetzt pass mal auf, Coke versickert und den Boden verseucht? Einen Kollateralschaden. Mhm. Jetzt wurde ein Preis ausgerufen für den leisesten Hund. Wie heißt der? Nobelpreis. Mhm. Nobelpreis. Kann man so machen. Welche Blumensorte wird vom Verfassungsschutz beobachtet? Blumensorte? Mhm. Narzissen. Ja. Das ist dringend nötig. Mhm. Was hängt nicht von Montag bis Sonntag an der Wand? Bild am Sonntag. Was hängt nicht von Montag bis Sonntag an der Wand? Bild am Sonntag. Ach, Samstag. Oh. Aber du hast trotzdem gelacht. Aber irgendjemand hat gelacht, ja. Okay. Das ist der Scheinwerferdruck. Ja. Wo sitzt ein Bergsteiger in der Bahn am liebsten? In der Zugspitze. Das ist schön. Machst du nicht. Für welches Gefäß braucht man sehr lange Arme? Für welches Gefäß? Ja. Fürs Fernglas. Ah. Weil du musst ja greifen und. Richtig. Ganz fern. Mhm. Warum ist der deutsche Wasserverbrauch in den letzten Jahren so explodiert? Na, wegen diesen ganzen Hydranten! So ein Applaus. Jetzt kommt mein Favorit. Eduard, so ein Applaus. Was hält Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammen? Der Sekundenkleber. Ah, okay. Ach komm. What? Ja, da muss man ein bisschen überlegen. Und das Problem ist, wenn man zu viel überlegt, hat man zu viel überlegt und ist dann so ernst und dann findet man gar nichts mehr lustig. Und dann zu lachen, dann ist es zu spät. Ach. Du hast den Moment verpasst. Einfach ein scheiß Witz. So. Nee, der Witz war gut. Der ist auch super. Welches Musikinstrument hatte die Apollo 11 Mission mit an Bord? Die Mundharmonika. Alle lachen, nur Claudia nicht.
Welche Art von Licht brauchen Hausärzte zurzeit, um mehr Geld zu verdienen? UV-Licht? Das Impflicht. Impfpflicht. Ah, Impflicht. Impflicht. Okay, kann man aber auch ausmachen. Warum kann man auf der Raumstation keine Spaghetti Bolognese essen? Wegen der Schweresoßigkeit.